بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt. Und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch aus euch selbst Gärtnerinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für die Leute, die nachdenken. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein anbetender Diener und sein Gesandter ist. Allah Segen und Friede sein auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema, die normativen Maßstäbe für die Gründung der Familie und die Mittel zu ihrer Erhaltung. Das Vorhandensein einer Familie im Leben eines Menschen ist eine der großen Segnungen Gottes des Allmächtigen, die er seinen Diener zuteil werden ließ. Wobei er im edlen Koran so sagt, und Allah hat euch aus euch selbst Gärtnerinnen gemacht und von euren Gärtnerinnen Söhne und Enkel gemacht und euch von den guten Dingen versorgt. Wollen sie dann an das Falsche glauben und Allahs Gunst verleugnen? Zitat Ende. Die Familie ist daher die Grundlage der Gesellschaft und ihre erste Verteidigungslinie. Weshalb der Islam daran interessiert ist, sie auf kompakte Weise zu gründen, um Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen ihren Mitgliedern zu verwirklichen. Auf diese Weise herrscht in der gesamten Gesellschaft Sicherheit und Stabilität. Die islamische Scharia fordert deswegen eine sorgfältige Auswahl des Ehepartners, was zu einem stabilen Eheleben führt. So lenkt die islamische Scharia die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit, die Fähigkeit zu besitzen, die Verantwortung für die Familie in allen materiellen, sozialen und moralischen Aspekten zu übernehmen. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte so: O ihr Jugendlichen, wer von euch in der Lage ist, die ehelichen Pflichten zu übernehmen, der soll heiraten. Sie soll ihn dazu bringen, seinen Blick zu sinken und die Keuschheit seines Gliedes zu bewahren. Andernfalls soll er fasten, denn das ist für ihn ein Schutz. Zitat Ende. Die islamische Scharia betont daher die Notwendigkeit, Kinder angemessen zu erziehen und ihnen ihre Verantwortung gegenüber ihrer Religion, ihrer Gesellschaft und ihrem Vaterland bewusst zu machen. Die Gründung einer ordentlichen und mächtigen Familie kann durch die Verankerung religiöser und sozialer Werte und auch nützlicher Sitten und Gewohnheiten in den Seelen der Kinder, die unter der Verantwortung der Eltern noch stehen, erreicht werden. In einem Hadith sagte der Gottesgesandte, Allah Segen und Friede auf ihm, Allah wird jeden Verantwortlichen nach dem fragen, was er ihm an Verantwortung übertragen hat. Hat er es beachtet oder nicht, er wird so den Ehemann über die Mitglieder seiner kleinen Familie befragen. Zitat Ende. Tugendhafte Nachkommen sind eine Quelle der Freude für die Eltern, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Allah der Erhabene sagt so im Koran, und diejenigen, die sagen, unser Herr, schenke uns an unseren Gärtnern und unseren Nachkommenschaften Grund zur Freude und mach uns für die Rechtschaffenen zu einem Vorbild. Zitat Ende. In einer Überlieferung sagte der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, wenn ein Mensch stirbt, dann brechen seine Handlungen ab, außer in drei Dingen. Einer vorwährenden Wohltätigkeit, Wissen aus dem Nutzen gezogen wird, und rechtschaffene Kinder, die für ihn Bittgebete immer sprechen. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad lehrte uns auch, dass der Beste derjenige ist, der der Beste seiner Familie gegenüber ist. Der Prophet Muhammad war so der beste Mann, der beste Vater und der beste Großvater. Wer demgemäß nicht gut zu seiner Familie ist, in dem ist ursprünglich nichts Gutes. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allah Segen und Friede sein auf dem letzten Propheten Muhammad, auf seiner Familie und seinen Gefährten. Der Islam legt daher einen besonderen Wert darauf, dass die Familie als Ganzes erhalten und zusammenhängend, liebvoll und auf Liebe, Respekt und gegenseitiger Wertschätzung basierend sein soll.
Wenn man die Koranverse betrachtet, erkennt man, dass der Koran die Frau als Ehepartner des Mannes bezeichnet. Wobei der Begriff Ehefrau im edlen Koran nicht existiert. Als ob der Koran aus dem sprachlichen Äquivalent ein geistiges Äquivalent machen wollte. Allah der Allmächtige sagt so im ehrwürdigen Koran: Sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihren ein Kleid. Zitat Ende. In einem zweiten Koranvers steht: Und ihnen, den Frauen, steht in rechtlicher Weise gegenüber den Männern das Gleiche zu, wie den Männern gegenüber ihnen. Zitat Ende. In einem dritten Koranvers steht: Und den Männern kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben. Und den Frauen kommt ein Teil von dem zu, was sie verdient haben. Zitat Ende. In seiner Abschiedspredigt sagte unser Prophet Muhammad: Ihr habt Richter gegenüber euren Ehefrauen und sie haben Richter euch gegenüber. Zitat Ende. Das Eheleben soll demnach auf Ruhe, Zuneigung, Milde, gegenseitigem Richten und Beflechten beruhen. Weit entfernt von jeglicher Form von Überheblichkeit oder Hochmütigung auftreten, in einer Atmosphäre der Unterdrückung, könnte das Eheleben nicht stabil sein, sondern es stabilisiert sich eher im Rahmen der Wertschätzung des gegenseitigen Respektes und der von allen Parteien geleisteten Bemühungen, um Glück zu bringen, wobei sie beide die Schwierigkeiten ertragen und sich den Herausforderungen stellen müssen. Der Prophetengefährte Abu Darda, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte immer zu seiner Frau: Wenn du mich verärgert findest, versuche dann, mich zufriedenzustellen. Und wenn ich dich verärgert finde, werde ich versuchen, dich zufriedenzustellen. Sonst werde unsere Beziehung gescheitert. Zitat Ende. Wie schön ist es für Familien, in Frieden, Glück und Stabilität zu leben, bis das Glück im Diesseits und im Jenseits erreicht ist. Unser Herr schenke uns an unseren Gattinnen und unserer Nachkommenschaft Grund zur Freude und mach uns für die Rechtschaffenen zu einem Vorbild. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.